Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir spielen heute Blip Blob. Das ist der neue heiße Scheiß am App-Himmel. Gehört eigentlich zu einem Spiel namens Mosaik, das auf der E3 2019 vorgestellt wurde. Kennt ihr? Große Spielemesse, große, viele Spielankündigungen. Und das ist das Kleinod, das da schon mal im Vorfeld zum Spiel herauskam. Blip Blob nennt sich das. Nie wieder Langeweile, nie wieder schlechte Gefühle, keine langweilige Sekunde mehr. Ich glaube, so heißt es doch. Ich kann euch schon mal sagen, ich habe gestern Abend im Bett, also so richtig alles war dunkel und nur der Handybildschirm hat mein Licht erleuchtet. Mein Gesicht erleuchtet. Ich habe gestern Abend im Bett schon mal bis ungefähr so Level 10 gespielt und dachte mir dann, das muss ich auf dem Kanal haben, das muss ich euch zeigen, das muss ich euch demonstrieren und wir gehen direkt rein. Blip Blob! Oh! Wie schön, dass hier schon blinkt, das mit dem neuen Spiel. Ich drück mal drauf. Und jetzt, ich hab's ja schon gespielt, jetzt kommt der besonders spannende Part. So, und das machen wir jetzt einfach mal für so 15 bis 20 Minuten. Du hast Level 2 erreicht. Verbessere dich weiter und erhalte Multiplikatoren. Hat man hier auch so ein tolles System, wo ich zum Beispiel den Blip-Button verbessern kann. Und ihr merkt, je schneller und je länger ich auch am Blippen bin, desto mehr gibt mir die App auch einfach an Musik und Effekten hinzu. Es ist ganz großartig. Jetzt steht da schon mal 2. Und ich habe auch schon rausgefunden, man will halt dabei bleiben, immer weiter drauf zu drücken. Und man kann auch beide Hände gleichzeitig verwenden, um hier zum Beispiel das Update zu aktivieren. Die Sehnscheidentzündung, die gibt es auch vollkommen inklusive. Oh, ich muss dranbleiben. Ich habe die Hand kurz gewechselt, weil man will natürlich auch die Effekte. Man will sehen, wie das hier bei 1000, das kann ich euch schon mal im Voraus so ein bisschen verraten, gibt es übrigens einen automatischen Blipper. So, jetzt gönne ich mir den. Autoblip. Ich höre jetzt einmal kurz auf. Es fühlt sich so an, als würde mein Leben runterfahren. Ich höre jetzt einmal kurz auf, um euch zu demonstrieren, wie hier der Autoblip arbeitet. Ihr seht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Retweet-Symbol auf Twitter, was ihr übrigens gerne mal mehr machen könntet, ihr Penner. Und das produziert jetzt immer einen Blip ganz von selbst. Und dann kann ich da oben rechts draufdrücken und die entsprechenden Blobs, die durch das Autoblippen produziert wurden, einfach einsammeln. Och ja! Rein damit. Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, auf die 2000 sparen. Um direkt das nächste große Upgrade freischalten zu können. Da ist es. Was ist es? Tresor-Obergrenze. Tresorkapazität verbessern. Okay, weil mein Auto-Blipper, der bestimmt auch läuft, während ich vielleicht mit dem Handy mal kurz was anderes irgendwie machen muss. Was macht man denn eigentlich sonst mit dem Handy, außer die App zu spielen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich vorher mit diesem Ding hier gemacht habe. Jetzt passen jedenfalls 4000 Blobs hier rein. Oh ja, es geht auch mit der Nase. Es geht auch mit der Nase. Das Handy kann ich jetzt auch einfach hier so hinlegen, nebendran. Und könnte irgendwie mit links noch irgendeinen tiefgründigen Roman schreiben, wozu ich bestimmt dadurch inspiriert werde. Und kann aber immer mit rechts so weiter draufklicken. Das geht richtig gut. Also eine Hand hat man immer noch zum Leben frei. Level 26. Ich will... Oh, oh! Ich benutze jetzt so eine Taktik. Seht ihr, was für ein Tempo ich bekommen habe? Durch den zwei Finger... Das ist das Geilste, was ich so lange gespielt habe. Auto-Blip-Tempo verbessern. Das wollte ich schon lange. Wie schnell geht's jetzt? Also die Taktik, die ich euch empfehlen kann, ne? Wenn ihr auch möglichst schnell, ihr seht ja jetzt hier, ich bin noch nicht mal 10 Minuten dran, schon auf Level 28. Wenn ihr wirklich von mir, dem Meister der Blip und der Blobs, lernen möchtet, ihr nehmt zwei Finger und dann...
Seht ihr das Tempo? Oder natürlich geht auch beide Daumen. Ja, gib alles! Ich denke, Level 100 zu erreichen sollte schon noch irgendwie drin sein, oder? Wo kämen wir denn dahin, wenn nicht? So erreicht ihr Level 100 in, ja, weniger als 20 Minuten. Das ist schon wirklich mega spannend, weil sowas hatten wir einfach noch nie in der Gaming-Welt. Irgendwelche Spiele oder Apps, die im Endeffekt nur dazu da sind, völlig stumpf, sich die Zeit zu vertreiben. Und eigentlich erreicht man dabei gar nichts Wirkliches, außer dass man eine Zahl immer weiter nach oben ballert. Das hatten wir noch nie. Nein, solche Apps gab es ja wirklich noch nie, ne? So, 6000 erreicht. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch auch einfach runterladen und selbst wirklich dem heutigen Tag einfach einen ganz anderen Sinn geben. Mit dem heutigen Tag einfach in ein ganz anderes Leben starten. Das ist für mich keine... Oh! Get back to work today. Oh, guck mal hier, der sieht genauso glücklich aus wie ich. Vielleicht läuft das ja auch so wie in der Miniverse-Folge von Rick and Morty, dass ich gerade eigentlich Strom produziere oder irgendeine Kryptowährung. Tresor-Obergrenze mal erhöhen. Da passt jetzt 6000 rein. Ich bin mir sicher, meine Freunde haben nur einen Tresor mit 4000 oder so. Also ich bin schon der Coolste jetzt. Boah, guck mal, wie viel Blobs ich da gerade habe. 7498. Und jetzt das Tempolevel noch weiter erhöht. Kann ich mir auch irgendwie anschauen? Erreiche Level 100 für Prestigeschub. Fast 60.000 Blobs habe ich schon gesammelt. Hui. Also ich habe das Gefühl, es wird langsam so ein bisschen anstrengend und ob ich nicht was anderes machen wollen würde. Aber eigentlich kann man ja nichts mehr anderes machen, wenn man diese App mal entdeckt hat. Ich habe schon wieder Blobs gesammelt. Wow. Hui, ich habe so langsam irgendwie... Ich brauche auch immer mehr, ne? Also klar. Klar, jetzt brauche ich schon 11.000 fürs nächste Level. Also bis auf Level 100 zu kommen, ist schon natürlich eine kleine Aufgabe. Aber ich bin ja auch erst 15 Minuten dran und habe ja noch eine Lebenserwartung von so ungefähr 60 weiteren Jahren. Also, kein Problem. Oh, aber was? Ach so. Feeling fatigued. Nein, ich fühle mich noch halbwegs fit, aber vielleicht brauche ich nachher so einen Content-Usi. 10.000, guck mal hier. Mensch, das macht ja wirklich immer mehr Spaß, je länger ich spiele. Und mein Handy wird auch ganz warm. Wow. So wie meine Hose, weil ich nicht mehr aufs Klo gehe, seit ich diese App entdeckt habe. Da ist gleich Level 50. Ich spüre es schon kommen. Hoffentlich gibt es da schon irgendwas Cooles. Das sieht nicht so aus. Gab leider nichts für Level 50. Aber kann ich auch verstehen. Level 100 ist ja größer als Level 50, ist ja doppelt so viel. Also meine Double-Finger-Technik, das ist schon die beste bisher. Die geht ab. Da kann ich die zweite Hand dazu nehmen, um die Upgrades zu kaufen. Was? Oh, ich bin versehentlich nebendran gekommen. Das ist, wenn man abgelenkt ist. Das ist, wenn ihr mich ablenkt von meinem Blip-Blop. Level 55. Fast 20 Minuten dran, das dauert schon. Klar dauert das. Weil das kann ja auch nicht jeder. Meine rechte Hand fängt an weh zu tun. Ich muss mal kurz... Es tut mir leid, Blip-Blop. Ich muss mal ganz... Aber es wird ja zum Glück weitergearbeitet für mich. Es wird ja zum Glück weitergearbeitet. Oh. Oh, ich reagiere allergisch auf zu wenige Blobs. Man könnte das Handy natürlich auch zur Seite legen jetzt. Und darauf warten. Hier Tresor-Obergrenze erhöhen, ne? Dann kann man immer wieder, wenn man nur mal drauf schaut, einfach kurz 16.000 Blobs sich reingönnen. Aber Level 100 ist ja nicht mehr so weit entfernt. Und ich brauche ja aktuell für nächstes Level auch nur 34.500 Blobs. Und habe schon 300.000 gesammelt. Sind das Tränen in meinen Augen? Aber natürlich nur Tränen der Freude. Level 60! Nur noch 40 Level! Hier auch nochmal schön. Guck mal, wie schnell das hier schon rausgeht. Das passiert einfach schon währenddessen. Währenddessen wird er schon produced. Ohne Probleme. Ich dachte ja echt, das kriegt man vielleicht in unter einer halben Stunde hin. Aber vielleicht sitze ich jetzt hier halt einfach eine komplette, um Level 100 zu erreichen. Um euch das mal zu demonstrieren. Das ist doch echt, das ist doch geil. Are you lonely? Try love. Ich hab doch Blip-Blop. Fängt damit. Wie viel braucht's denn bis Level 65? Ach ja, 71.000 inzwischen schon, ne? Schon fast 1 Million Blobs gesammelt. Also 750.000 bin ich jetzt gerade. Komm schon, es sind nur 60.000 für das nächste Upgrade. Der Anfang war leicht, aber so langsam muss man halt auch was leisten. Mal 200. Oh. Okay, komm, erhöhe noch mal hier so ein bisschen das Auto-Level.
Warum hat sich während der Aufnahme bei mir die Videoidee entwickelt, direkt auf Level 100 zu kommen? Mal 217 sind wir jetzt. Und schon auf Level 69. So viele Blobs werden die meisten von euch nie in ihrem Leben auf ihrem eigenen Handy sehen. Ich bin ein guter Mensch. So. Mal 237. Guckt, wie schnell wir da fünfstellige Zahlen erreichen. Level 70 aus, sind nur noch 30. Nur noch 30 Level. So, mal ganz kurz. Mal ganz kurz Päuschen. Oh, das braucht ja ewig bis Level 100. Ich bin schon eine halbe Stunde dran. Was gar nicht so viel wirkt, weil die Zeit so verdammt langsam vergeht. Level 80 ist schon mal nicht weit entfernt und Level 80 ist nicht weit entfernt von Level 100. Oh, man braucht zwei Finger, um richtig schnell unterwegs zu sein. Mal 307, guck dir an, guck dir den Speed an. 180.000 ist das nächste Update. Das ist echt ein Vermögen an Blobs. Ein Vermögen. Aber ich bin gleich da. Ich bin gleich da. So. Oh, guck dir das Tempo an. 210.000 kostet das nächste. Auch die Soundkulisse wird langsam dezent anstrengend, sag ich mal. Es sind noch 25 Level. Ich mache noch einen Blip-Upgrade. Und danach werde ich wieder die automatischen Sachen weiter upgraden. Oh ja, ganz tolle Soundkulisse. Oh, ist das... ist das großartig. So langsam fange ich an, ein bisschen zu leiden. Ich bin auf Level 77, Leute. Hab 2,6 Millionen Blobs gesammelt. Und man braucht schon ungefähr 300.000 für einen Levelaufstieg. Und ich bin 37 Minuten dran. Alter. Gib mir hier ein kleines Upgrade. Ich mach mal hier ein bisschen Übung, ne? 100 war einfach scheiße ambitioniert, Mann. Das dreht ja mega auf Richtung 100. Aber wenn ich nicht aktiv dranbleib, dann dauert das alles noch länger. Das ist das Problem. Level 78. Toll. Ich bin ein guter Fingerer. Bin guter Fingermaster hier mit der ganzen Nummer. Ich glaube auch nicht, dass es in der Stunde wirklich schaffbar ist. Wenn ich mir das hier so langsam anschaue. Ja! Ah, noch 18 Level sind's gleich. Mensch! Und erst eine Dreiviertelstunde dran. Man könnte es halt einfach so entspannt liegen lassen jetzt eigentlich. Irgendwas anderes machen, zwischendurch dann mal kurz auf den Tresor draufdrücken. Kurz ein bisschen hier, wenn man mal Bock hat auf dem Klo. Nein, stattdessen sitze ich hier davor und mache nichts anderes. Seit einer geschlagenen Dreiviertelstunde. Und inzwischen sind es 469.000 für den nächsten Levelaufstieg. Ich habe 4,3 Millionen Blobs gesammelt. Zeit für 4,3 Millionen weitere. Braucht das nächste Blip-Upgrade. Kostet ja auch nur 430.000. Das ist doch nix! Ein Witz ist das. Hab ja schon die Hälfte. Mal 586. Ich sag's ganz ehrlich, Leute. Die großen Upgrades fühlen sich schon nach wie vor befriedigend an, weil die auch den meisten Impact machen. Und ich ja am meisten auf diesen Button bisher gespielt habe. Das sind ja so die zwei Wege, auf die man spielen kann. Entweder sich aktiv die ganze Zeit selbst beteiligen oder eher passiv. Die Level gehen so langsam hoch. Das kann doch nicht sein. Ich schaue hier die ganze Zeit auf die Aufnahmezeit und eine Minute fühlt sich an wie fünf. Oh. Oh, so sitze ich da. Das Handy kannst du wahrscheinlich auch danach in die Mülltonne kloppen. Level 86. Noch 14 Level! Und wir sind bei 50 Minuten. Es ist, glaube ich, in einer Stunde wirklich nicht machbar. Außer du tippst die ganze Zeit wie ein Geistesgestörter durch und verbesserst gar nichts anderes. Level 87 bin ich jetzt. Noch 13. Noch 13 Level und ich brauche inzwischen wie viel? Wie viel? 790.000. Das geht auch so krass exponentiell nach oben. Oh. Ich bin fast eine Stunde dran. Ich mache seit fast einer Stunde nichts anderes mehr. Oh. Also wenn das nicht zumindest ein mega geiles Prestige-Abzeichen auf Level 100 ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Komm, jetzt gerade habe ich noch Kraft. Level 88. Montana Black, wo bist du? Wo ist er? Ah! Huh. Huh. Ha. Ha, es ist wie Klavierspielen. Mit einer ganz eigenen Symphonie. Ja, ich bin schon auf 89. Okay, das läuft ja gerade richtig. Ich bin begeistert. Es sind nur noch 10 Level. Das ist zweimal so viel. Kurz wieder ein bisschen runterkommen. Es sind nur noch 10 Level. Aber das ist doch nicht mal... Wieso vergeht die Zeit so komisch? Bin ich irgendwo... War's das jetzt mit mir? Lebe ich überhaupt noch?
Ich sitze doch länger als eine Stunde hier schon dran. Da kannst du eine ganze Studie machen mit dieser App. Über das Zeitempfinden in verschiedenen Situationen. Level 91. Noch 9 Level. Jetzt bin ich über eine Stunde dran. Das ist doch toll. Oh, in dem rechten Daumen. Da fängt es langsam an, wirklich bisschen ungeil weh zu tun. Ein Blip-Button-Upgrade noch. Level 92 sind wir. Wir haben jetzt mal 1,1. Ich wechsle auf die linke Hand. Double Finger Technique. Komm, gib mir Level 93. Ja. Sagen wir mal, wie viel wir inzwischen brauchen. 1,4 Millionen für den Levelaufstieg. Ihr seid 13,6 Millionen Blobs gesammelt. Ich habe vorher irgendwann mal gesagt, ja, auf noch weitere 4 Millionen Blobs. Nee, es sind schon fast wieder weitere 10 Millionen. Alter. Ja, zwischendurch muss man schreien. Level 94. Noch 6 Level, Leute. Ich schaue jetzt mal kurz, wie lange ich für ein Level brauche gleich. Ich kann gleich sehr gut die Zeit stoppen. Tap jetzt einfach mal durch und schau, wie lange ich gerade eigentlich wirklich brauche. Weil ich glaube, es ist gar nicht so ewig, aber es kommt einem ewig vor inzwischen. Es sind noch 5 Level. Gib mir 1,4K, Baby. 1,4K. Ja. Immer schneller. Okay, krass. Das kommt mir, Leute, es kommt mir echt gar nicht mehr so kurz vor wie den Wert, den ich euch gleich nennen werde. Denn es ist jetzt erst effektiv eine Minute vergangen. So. Nicht mal 2 Minuten. Ungefähr 1,5 Minuten hat das Level gebraucht. Also ihr habt noch 20% Batterie. Ich habe das Kabel hier, aber ich glaube, wenn ich das jetzt auch noch da einstecke, dann sprengt's mir das Handy weg. 97. 3 Level sind es noch. Nur noch 3 Level. Denkt dran, wir haben mit einem Blip angefangen, der dann zu einem Blob geworden ist. Also Zeigefinger geht auf alle Fälle am schnellsten. Handy hinlegen, 2 Zeigefinger hin und Level 98. Meine Hände fangen an richtig zu schwitzen. Ja, das erst nach einer Stunde 13. Ich bin Monster in dem Game. Okay, Level 98. Ich habe 22,7 Millionen Blobs gesammelt und das nächste Level braucht 2,4 Millionen. Deswegen nicht lang schnacken. Ah! Kopf in den Nacken und vor allem ein bisschen den Nacken dehnen nicht vergessen. Und ab geht die Sause. Level 100 ist so nah. Und doch so fern. Muda, Muda, Muda! Ja, ja, gleich steht sie da! Level 99. Ein einziges Level noch. Für dieses eine einzige Level braucht es übrigens läppische 2,7 Millionen und ich habe offiziell über 25 Millionen Blobs gesammelt. Aber es ist nicht mehr viel. Das ist noch ein Viertelchen. Noch ein Viertelchen, dann steht da die 100. Und die App ist gestern oder so erschienen. Zum Aufnahmezeitpunkt. Da bin ich unter wenigen Auserwählten. Oh, oh, die Daumen. Oh, oh, die sind fertig. Die sind fertig, aber mein Kopf noch lange nicht. Da kommt's gleich. Da kommt gleich Level 100. Toll gemacht! Du hast gerade 100 erreicht. Du kannst dein Prestige jetzt steigern, indem du auf das Level-Symbol klickst und einen permanenten Multiplikator erhältst. Ja, ich klick drauf. Prestige. 50% Multiplikator. Erreiche Level 100 für erneuten Prestigeschub. Das war, wie schnell kann man Level 100 in Blip-Blop erreichen. Es hat mich knapp 1 Stunde 20 meiner Lebenszeit gekostet, so dass ihr diese 1 Stunde 20 nicht investieren müsst. Ich würde euch auch nicht empfehlen, das nachzumachen, außer ihr hättet mega Bock auf Prestige Level 50 oder so. Denn am Ende kommt nach jedem Blip ein Blob.